Wenn du etwas tust, dann tue es voll. Was meine ich damit? Wir müssen erkennen, dass wir verschiedene Phasen im Leben haben. Wir haben wie Yin und Yang, also Phasen der Expansion und Phasen, wo wir in uns gehen und wieder Kraft sammeln. Und unsere heutige Gesellschaft drängt uns dazu zu glauben, dass die Phase der Expansion die einzige Phase ist, die einen Wert hat oder mit der wir uns gut fühlen können. Und das führt dazu, dass wenn wir uns so fühlen, als würden wir entspannen, uns zurückziehen, nicht immer etwas tun, sondern in uns gehen, dass wir uns dann nutzlos fühlen oder nicht den Standards der Gesellschaft entsprechend und uns selbst dann Druck machen und Widerstand, aber wir fühlen uns eben nicht so. Und dadurch, dass wir uns dann Druck machen, dass wir einen inneren Widerstand aufbauen und denken, wir müssten jetzt eigentlich was tun und in Sport gehen und mehr für die Arbeit tun und so weiter, auf die ganzen Feiern gehen und man kann nicht einfach daheim bleiben, wie sieht denn das aus? Wenn man denkt, ich muss jetzt, aber gleichzeitig sich so fühlt, der Körper sagt, nein, ich brauche jetzt diese Ruhephase, diese Einkehrphase, dann bauen wir einen Widerstand auf und uns geht es schlecht dabei. Das heißt, diese Entspannungsphase ist gar nicht mehr entspannend, sondern da wir Widerstand dagegen leisten, wird sie zu einer unruhigen Sache, wo wir uns selbst immer mehr Widerstand entgegenbringen, uns dann selbst nicht mehr mögen und nicht verstehen, warum wir nicht einfach das tun können, was eigentlich doch richtig ist. Was wir aber erkennen müssen ist, es ist richtig und völlig natürlich, dass es Phasen der Expansion gibt und Phasen der Einkehr gibt. Genau wie Ebbe, Flut, genau wie Tag und Nacht, genau wie Sommer und Winter. Das ist ein natürliches Grundgesetz für jedes Lebewesen, für jede Sache, fürs ganze Universum, dass es Phasen der Expansion und Phasen der Einkehr gibt. Und das gilt natürlich auch für uns Menschen. Und auch wenn es unsere Leistungsgesellschaft uns sagt, wir müssen immer reinhauen und noch einen Schritt weitergehen, müssen wir erkennen, dass wir dieses Reinhauen, noch einen Schritt weitergehen, nur mit Leidenschaft und effektiv betreiben können, auf eine gesunde Weise betreiben können, wenn wir vorher die Einkehr akzeptieren und dieser Einkehr keinen Widerstand mehr entgegenbringen. Das heißt, wenn man mal einen Tag hat, wo man daheim ist und einfach schläft und vielleicht auch was Ungesundes isst, ja, dann muss man sich dafür nicht fertig machen. Denn wenn man Widerstand dagegen aufbaut, dann baut man negative Energie auf und beim nächsten Mal, wenn der Körper einkehren will, hat man dann keinen natürlichen Bezug mehr zu dieser Einkehr, sondern einen unnatürlichen und denkt dann an das letzte Mal, ist konditioniert, dann auch schlechte Dinge zu tun. Also, wenn man es anerkennt, diese Einkehr, und auch wenn man mal schlecht isst oder nicht in den Sport geht oder was, wenn man das anerkennt, dass man das tut, dann kümmert sich der Rest um sich selbst. Das heißt, sobald man den Widerstand aufgibt, kann sozusagen die universelle Intelligenz durch einen durchscheinen und man wird diese Phasen der Einkehr und der Expansion automatisch durchlaufen, ohne sich dafür fertig zu machen. Und man wird auch diese negativen Dinge, die man dann durch den Widerstand macht, zum Beispiel sich dann übermäßig viel Pizza bestellen oder überall und dann, wenn man einmal nicht in den Sport geht, gleich eine ganze Woche schwänzen und dann denken, oh, jetzt habe ich es wieder versaut, es bringt doch nie was, ich schaff's nur immer 4 Wochen und dann höre ich wieder auf. Weil man eben dieser Phase Widerstand entgegenbringt und das ist das Problem, wenn man den Widerstand loslassen würde und diese Natürlichkeit dieses Prozesses akzeptieren würde, dann wird man diese Phase der Einkehr auf eine natürliche, gesunde Weise durchleben und nicht auf diese ungesunde, übertriebene Art und Weise, wo man dann Widerstand gegen sich selbst hervorruft, noch zusätzlich. Und dann diese ganzen negativen Handlungen auch noch da mit reinbringt sozusagen. Also erkennen, Yin und Yang, Einkehr, Expansion, völlig natürlich, akzeptieren, dass es so ist, völlig okay sein mit dem Zustand und ihn genießen und ihn als Teil davon sehen, dass man wieder durchstarten kann. Dann, wenn das Gefühl der Körper, wenn die Phase beendet ist und eine neue Phase wieder startet. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.